Ich habe heute wieder zwei Fälle für euch. Einmal eine afghanische Hochzeitsfeier, die etwas eskaliert ist. Und dann haben wir den Betreiber einer Flüchtlingsunterkunft, der jetzt nicht mehr unter uns weilt. Alle Hintergründe, alle Fakten, alle Quellen bekommt ihr hier. Wenn ihr das und zukünftige Videos nicht verpassen wollt, lasst mir jetzt ein kostenloses Abo da, aktiviert die Glocke und wie immer zum Auffällen am Ende des Videos eine Bienenfrage. Fangen wir zuerst einmal an mit dem Betreiber einer Flüchtlingsunterkunft. Diese ist im niederrheinischen Saarstedt. Dort wurde ein 61-jähriger Mann mit Migrationshintergrund, der Leiter eines Hotels ist, das zu einer Flüchtlingsunterkunft umgebaut wurde, mit einem Stichwerkzeug niedergestreckt worden. Er hat es leider nicht geschafft und ist noch am Tatort von uns gegangen. Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben. Er ist 1,80 groß, kurze dunkle Haare, schwarzes T-Shirt und sonst gibt es eigentlich keinerlei Infos, die uns der Artikel gibt. Wir wissen nicht, ob es sich um einen südländischen Typ handelt. Wir wissen nicht, ob er möglicherweise Deutscher ist. Wir wissen auch nicht, ob er möglicherweise auch in diesem umgebauten Hotel dieser Flüchtlingsunterkunft heimisch ist. Das alles wären reinste Spekulationen. Ich würde mich im Allgemeinen freuen, wenn, egal um welchen Täter, egal um welche Tat, einfach immer möglichst transparent mit der Situation umgegangen wird. Jeder Bürger sollte sich doch die Informationen zuführen können und dann selber entscheiden können, wie er dies einordnet. Medial wird ganz, ganz schnell hingeschrieben, wenn es sich um einen deutschen Täter handelt. Ja, der Druck auf die Medien steigt, gerade auch von der CDU, dass doch auch die Nationalität für Nichtdeutsche deutlich sichtbar geschrieben wird. Ich finde, Transparenz muss gegeben sein. Wenn ein Michael oder ein Lukas eine Straftat begeht, dann soll der genauso verurteilt werden und genauso hart bestraft werden, wenn es Mohammed, Mupumbu oder Ali ist. Die Frage, die sich natürlich immer stellt, brauchen wir sowas in Deutschland? Möchtet ihr eine marode innere Sicherheit haben, wie sie aktuell vorzufinden ist? Oder möchtet ihr gerne einen Wechsel? Möchtet ihr wieder sicher sein in euren Innenstädten? Schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, wie du das Ganze findest und was dein Mittel dagegen ist, damit du dich sicher in der Innenstadt bewegen kannst. Weil die Innenstadt ist halt nicht für alle Leute sicher. Bestes Beispiel dieser liebe 61-jährige Hotelbesitzer. Wenn du dich auf der Straße bewegst, dann kann es manchmal zu unangenehmen Situationen kommen. Beispielsweise in Nordrhein-Islamien. In Wuppertal sind 5 Beamte verletzt worden, also die Beamten da sind Polizisten, da sie zu einem Einsatz zu einer afghanischen Hochzeitsfeier gerufen wurden, die ihre Tücken hatte. Und zwar ist es so, die Polizei wurde gerufen, weil es zu einer Massenschlägerei gekommen ist. Dort sind, in dem Artikel steht, Jugendliche aufeinander losgegangen. Es sind auch Menschen festgenommen worden, und zwar 3 afghanische Männer im Alter zwischen 22 und 24 sind dann in Gewahrsam genommen worden, die natürlich Widerstand geleistet haben. Insgesamt sind Personalien von 40 Gästen festgestellt worden und die Polizei sprach auch Platzverweise aus. 5 Beamte wurden verletzt und der Vorfall ereignete sich bei einer Hochzeitsfeier. Dort sind Gäste aufeinander losgegangen, haben sich mit Gläsern und Flaschen attackiert und einer hat dann auch ein Küchenmesser gezogen. Dass die Polizei, die dann dort ankommt, nicht sagt, ja, mein Gott, lasst mal die Leute machen, ein selbstlösendes Problem, ist natürlich klar. Sie sorgt dafür, dass die Sache entschärft wird und ist dementsprechend mit einem Taser und Schlagstöcken gegen die Angreifer vorgegangen. Sinnvolle Aktion. Und dass die Inhaber der Lokalität, wo diese Hochzeit stattgefunden hat, nicht so ganz amused darüber waren, kann ich verstehen. Aber man hätte ja denken können, die sind nicht ganz amused darüber, wie die Gäste sich verhalten. Weil so eine Gastfreundschaft auszunutzen und dann ein Lokal zu zerlegen, ist natürlich nicht die feine englische Art, aber ich weiß nicht, ob es in Afghanistan bei Hochzeitsfeiern vielleicht zum guten Ton gehört. Ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas auch schon mal mitbekommen habt. Die Jugendlichen waren offensichtlich betrunken und die Betreiber des Lokals
haben gesagt, dass es völlig unverhältnismäßig war, wie die Polizei vorgegangen ist. Ich weiß ja nicht, ob der Betreiber mitbekommen hat, was in Deutschland abgeht, aber es ist halt nicht mehr so, dass ein Küchenmesser in der Öffentlichkeit für besonders viel Sicherheit und besonders ruhige Polizisten sorgt. Man könnte ja mal sagen, frag mal den Rufen, aber das möchte ich ersparen. Die Polizei ist angehalten, aufzupassen. Ich habe letztens noch mit einem Polizisten gesprochen und er hat ganz klar gesagt, Leuten ist niemals der Rücken zuzudrehen, wenn man an seinem Leben hängt. Also die Situation bei der Polizei ist generell sehr, sehr angespannt, weil sie müssen mit allem rechnen und immer mit dem Schlimmsten. Das an sich ist ja schon schlimm genug. Wenn jetzt aber ein Betreiber der Lokalität jetzt hier Vorwürfe gegen die Polizei erhebt, weil sie Angreifer gestoppt haben, gerade auch mit einem Küchenmesser, dann denke ich mir, was ist bitte los bei diesen Menschen? Wie gesagt, möglicherweise ist die Zivilisation in Afghanistan bei Hochzeiten etwas anders und wir können uns das einfach hier nicht so gut vorstellen. Dann würde ich die Leute doch bitten, eine solche afghanische Hochzeit in Afghanistan zu feiern. Dort können sie dann ihre Bräuche und Kulturen so ausleben, sich mit Flaschen und Gläsern beschmeißen, schlagen, auch mit einem Küchenmesser bearbeiten. Das ist dann überhaupt kein Problem, doch bitte dann in Afghanistan und nicht so, dass Menschen, die in Deutschland leben, hiervon beeinträchtigt werden können. Unser Land wird sich ändern und zwar drastisch. Und ich sage euch eins, ich freue mich drauf. Diese Veränderung, dieses bessere Land. Es ist traurig, dass man darauf hinweisen muss und es sind wieder afghanische Täter. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was du darüber denkst. Und wir kommen jetzt zu einer etwas interessanten und kniffligen Bienenfrage. Wie oft ist es mir denn schon passiert, dass eine Königin nach dem Zeichnen oder bei sonstigen Eingriffen weggeflogen ist? Und wie gehst du mit solchen Zwischenfällen um? Ich erkläre hier nochmal kurz das Zeichnen einer Königin. Das sieht man auch ab und an in den Videos, wenn da so ein Plättchen drauf ist. Ich habe keine Plättchen für meine Königin. Ich zeichne mit so einer Art Stift. Und mir sind schon so einige Königinnen weggeflogen. Das Besondere, was man hier vielleicht nochmal für den einen oder anderen Nicht-Imker erklären muss. Königinnen können fliegen und fliegen ja auf den Hochzeitsflug. Aber wenn Königinnen in Eilage sich befinden, dann sind diese nicht mehr besonders flugfähig. Also das kann man dann nicht mehr fliegen nennen, das nenne ich dann eher so Segel. Das ist mir schon einige Male passiert, je nachdem, wo die Bienenvölker stehen. Wenn das beispielsweise in der Wiese ist und die Königin gezeichnet wurde, dann kann man das ganz gut sehen. Aber am allerschlimmsten ist es, wenn man Königin zeichnen muss, die beispielsweise noch unbegattet sind, beziehungsweise gerade erst in Eilage gehen. Ich gehe mit solchen Situationen aber relativ entspannt um. Ich weiß, die Imkerei ist voll von Missgeschicken und eigentlich geht es oft gar nicht so, wie man sich es vorgestellt hat. Wenn jetzt beispielsweise eine Königin wegfliegt, eine Unbegattete, dann mache ich die Kiste eigentlich ganz normal wieder zu, weil die Königin ist meistens eingeflogen und fliegt dann selber zum Volk zurück. Also ganz normal vorne rein, gar keine Probleme. Ich hatte auch schon sehr, sehr komische Situation, dass auf einmal Königinnen woanders hingeflogen sind. Das ist auch gar kein Problem. Die Bienen kriegen das eigentlich an sich gut gemanagt. Und je nachdem, wann es halt in der Saison ist, passiert es auch mal, dass eine Königin dabei verendet, aber eine andere Königin sich dann in dieses Volk hineinsetzt. Das Wichtigste ist, Sachen zu dokumentieren und es bringt halt nichts, sich darüber aufzuregen. Man sollte generell aufpassen, dass man, wenn man eine Königin zeichnet, das über dem Volk macht, dass wenn sie runterfällt, halt ins Volk hineinfällt. Dann ist es auch kein Problem. Als ich letztens Königin ausgetauscht habe, bin ich hingegangen, habe die Königin abgedrückt und habe dann nur die eine Königin gesehen, wollte die dann greifen. Irgendwie bin ich abgerutscht, ja. Dann war die Königin auf einmal wieder irgendwo im Volk. Es war ein monstergroßes Volk. Okay, es ist jetzt auch schon ein bisschen was her. Und ich hatte das Volk schon zweimal durchsucht, weil es war halt eine unbegattete Königin, die doch dringend raus musste. Aber ja, die Imkerei ist sehr, sehr spannend und bietet ganz viel Möglichkeit und ganz viel Potenzial, dort mal in die Scheiße zu greifen. Aber das ist halt ganz normal. Und ich habe auch schon ganz oft mir gedacht, boah, wie konnte denn sowas passieren? Oder warum passiert ausgerechnet mir sowas? Ich glaube, so etwas haben ganz, ganz viele Imker. Ich bin mal gespannt, was dein
interessantester Eingriff war, wo du dir gedacht hast, oh no, da ist mal ordentlich was schiefgegangen. Schreib es mir gerne in die Kommentare. So, und mit diesem grinsenden Gesicht möchte ich die Folge beenden und euch freudestrahlend in den Tag entlassen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir hören uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Marvin, ciao.